Hallo und herzlich willkommen zu den Expertenvideos. Und in dem heutigen Expertenvideo möchte ich eine Frage beantworten, die ich jetzt schon häufig als Rückmeldung bei Vorträgen und auch als E-Mail bekommen habe. Natürlich vorweg möchte ich mich für die vielen Rückmeldungen und auch Fragen bedanken. Und mit diesem Video gehe ich auf die Frage ein, wo steht Projektsteuerung? Und genau das möchte ich hier beantworten. Bridging for Motivation, die Projektsteuerung, deckt die Anforderungen an das Stakeholder Management voll ab. Das heißt, alle Aufgaben, die hier üblicherweise zu finden sind, wie Stakeholder identifizieren und so weiter, das ist in der Projektsteuerung mit integriert. Und Sie sehen schon, ich habe genau aus diesem Grund in die Box Stakeholder Management auch die drei Interessensgruppen, mit denen ich arbeite, eingesetzt. Das heißt, alles, was hier zur Planung, Management, Kontrolle des Stakeholder, ja Engagement gehört, dazu liefert die Projektsteuerung alles, was Sie benötigen. Ein Werkzeug, Templates und die dazugehörigen Methoden. Die Projektsteuerung nach Bridging for Motivation geht aber noch weiter. Und zwar das Themengebiet Project Leadership. Das ist die Führungsaufgabe eines jeden Projektleiters. Und genau hier beantwortet die Projektsteuerung die Frage, wie. Wie ein Projektleiter gezielt alle Projektbeteiligten für sein Projekt motivieren kann. Und genau dazu liefert sie eine Methode. Die Methodenkompetenz, die uns eben als Projektleiter unterstützt, hier schnell und effektiv jeden Projektbeteiligten nachhaltig in unser Projekt zu integrieren, ja, für unser Projekt zu motivieren. Und es gibt auch einen Teil, der zum Scope-Management gehört. Hier geht es ganz konkret um die Festlegung der zu messenden Erfolgskriterien. Nur wenn die richtigen Erfolgskriterien von uns als Projektleiter auch festgelegt werden, dann ist unser Projekt überhaupt ja machbar. Hier muss für jedes Projekt individuell die eigenen Erfolgskriterien festgelegt werden. Und vor allem natürlich, wenn es um den Zeitpunkt, wann wir dann am Ende das Projekt messen, um zu sehen, dass es ein Erfolg war. Häufig wird fokussiert bei Projektende die Zeit und das verbrauchte Budget gemessen. Und genau das wird eben sehr vielen Projekten einfach nicht gerecht. Wichtig für uns, wir müssen wissen, als Projektleiter, werden die falschen Ziele am Anfang gesetzt, dann ist das Projekt bereits von Anfang an unmöglich. Und das passiert leider in der Praxis, ich kriege es sehr häufig mit, öfters als man denkt. Und genau deswegen gibt es hier einen Teil in der Projektsteuerung, der sich mit Success Criteria, wie es so schön heißt, beschäftigt. Dazu kommen noch Spezialthemen, die im Rahmen der Projektsteuerung angesprochen werden. Soft Skills, ganz besonders ist hier die Vorbildfunktion des Projektleiters zu sehen. Es werden aber auch die Motivatoren erklärt, warum zum Beispiel der Fokus auf den Motivator Geld in westlichen Industrieländern bei IT-Projekten in der Regel nicht den gewünschten Effekt erzielt. Eskalationen werden natürlich auch im Detail beleuchtet. Hier geht es ganz gezielt darum, Eskalationen zu erkennen, bevor diese überhaupt ihren negativen Effekt auf unser Projekt haben. Das heißt, wir lösen Eskalationen bereits im Vorfeld, in Wohlgefallen aus, bevor sie eben eskalieren können. Es ist möglich, als zertifizierter Bridging for Motivation Projektleiter hier Eskalationen in einem Zeitfenster von zum Beispiel 4 Wochen sehr frühzeitig zu erkennen und dann eben zu entschlüsseln und in Wohlgefallen aufzulösen. Schauen Sie sich einfach diesbezüglich die Praxisbeispiele auf meinem Blog dazu an. Das waren jetzt nur ein paar Beispiele. Hier gibt es natürlich noch einige weitere fachliche, sehr interessante Themen, aber mir geht es hier darum, dass Sie einen Überblick bekommen über die fachliche Einordnung. Und das Ganze wird abgerundet und zusammengefasst mit einem durchgängigen Tool, einem Werkzeug. Und genau das ist das Winning Team System. Dieses
Tool werden Sie von Projektanfang bis zum erfolgreichen Projektende genau für diese Themen einsetzen, um Ihr Projekt effektiv und zielstrebig damit aufzubauen und zu steuern. Und damit haben Sie jetzt in der Kürze einen Überblick bekommen, wie Sie Projektsteuerung, Bridging for Motivation, fachlich einordnen können, eben wie gesagt Stakeholder Management, Project Leadership, ein Teil Scope Management und viele Sonderthemen wie Soft Skills, Motivatoren, Eskalationen und so weiter. Sollte diesbezüglich noch irgendetwas unklar sein oder Sie auch andere Fragen haben, dann freue ich mich über ein E-Mail von Ihnen. Ihr Dr. Martin Moss.